Leute und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Wir befinden uns gerade in einem abgestürzten Geth-Schiff, das von Cerberus als Forschungsanlage im Rahmen des Projekt Overlord genutzt wird. Bis jetzt ist alles ruhig, aber ich befürchte, das wird nicht auf Dauer so bleiben. Die VI schließt einige Durchgänge und lässt andere offen, als würde sie uns irgendwo hintreiben. Wenigstens sind die Geths immer noch inaktiv. Ja, wenn du es so sagst, dann kann ich da natürlich schlecht was gegen sagen. Aber es ist echt verdammt ruhig hier. Noch. Wir haben ja schon gesehen, dass er Geth aktivieren kann. An alle Cerberus-Mitarbeiter. Um den Stress am Arbeitsplatz zu reduzieren, ist ab sofort auf allen Stationen das Hören von Musik erlaubt. Und von daher denke ich, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir hier... Die Musik baut bei mir eher Stress auf als ab. Ach du Schande. Sind wir jetzt gelandet hier? Okay, hier geht's rauf. Ich glaube, uns erwartet jetzt... Gebiet. Analyse. Das Ziel befindet sich auf der anderen Seite dieser Sackgasse. Ich glaube, wir kriegen jetzt hier so ein kleines Rätsel vorgesetzt. Geht ihr beide nochmal da runter? Ihr irritiert mich hier gerade. So. Wo müssen wir denn hin? Da hinten, wa? Na gut, wo sind wir denn hier? Vor allem da ist auch irgendwas. Ich glaube, da will ich als erstes hin. So, welche Plattformen können wir denn überhaupt bewegen? So, bringen wir mal die große darüber. Bringt uns das irgendwas, wenn wir jetzt das quasi so hinstellen und dann hier mal gucken, was sich hier auf dieser Plattform eigentlich befindet. Ja, sehr schön. Das hat es auf jeden Fall gebracht. Ich habe gerade so ein bisschen Kratzen im Hals, wenn ich mich zwischendurch mal ein bisschen räuspere. Oh, denkt euch nichts dabei. Du guckst mir nicht zu. Das ist privat. Das gilt auch für dich. So. Okay, aber eigentlich müssen wir ja da oben hin. Würde ich sagen, wechseln wir jetzt mal. Die Plattform so. Dann nehmen wir mal die große Plattform. Setzen die mal dahin und setzen die kleine einfach hier ganz unten hin. Dann müssten wir ja theoretisch hier rüber marschieren können, oder? So, ihr könnt wieder mitkommen. Das sieht doch schon ganz gut aus. Wir haben trotzdem immer noch so wenig Munition. Wir haben für die Schrotflinte schon mal viel mehr Munition gehabt. Mein Laptop hacken. Was bringt uns das? Ah, Credits. Okay. Oh, danke. Das ist, war genau die falsche Seite. Scheiße. So, und wo ist der letzte Code? Habt ihr ihn schon gefunden? War der schon mal da? Da ist er auf jeden Fall.
Ja, wir haben für diese Minispielchen immer mehr als genug Zeit. Da ist es irgendwie noch nie knapp geworden. Und hier... Und hier das eigentliche Ziel unserer Reise. Der dritte Deaktivierungsschalter. Damit haben wir dann Zugang zu Atlas. Ob ihm das so wirklich passt, weiß ich natürlich nicht. Aufheben der Abriegelung der Atlas-Station akzeptiert. Bäh, na komm. War so klar. Und jetzt geht's los. Und da ist der Haken. Ich wusste doch, dass es zu einfach war. Dann los, Abmarsch! Jetzt wird's interessant. Feindliche Gap-Aktivität geortet. Waffeneinsatz wurde autorisiert. Ja, dann setzen wir die Waffen ein, um uns hier... Es weist die gesamte Crew darauf hin, dass der Notfall ab jetzt als Geheiminformation zu behandeln ist. Die Weitergabe an Dritte verletzt ihr Geheimhaltungsabkommen. Beinhaltet das Gap-Knoten 7 YouTube-Videos? Jetzt aktiv. Notfallmaßnahmen erforderlich. Boah, das ist Gas. Warum ruckelt denn das gerade so? Das ist ja furchtbar. Na gut. Wir brauchen ein größeres Boot. Oder einfach ein bisschen Spaß mit Widow. Was? Wo? Uah. Da. Hoch ein Raketenschütze. Hast du die Rakete gerade auf mich abgeschossen? Komm, zeig dich. Ah, wir müssen bestimmt da hoch, wo die Gäste sind. Ich habe gerade zwei Raketen abgefangen und das hat mir nichts ausgemacht. Ich habe noch nicht mal meine Barriere aktivieren müssen. Mach mal weg den da. Oh, ein Verwüster. Du bleibst mal weg hier. Wie, das steht jetzt unter Quarantäne? Ist aber nicht abgeriegelt oder irgendwas, oder? Weil ich würde hier schon ganz gerne wieder rauskommen. Einfach mal weitergehen. So, die sind wir ein bisschen weit weg, dann nehmen wir mal eine andere Waffe. Könnt ihr mal den Jäger da wegmachen? Miranda, würdest du bitte? Es geht doch. Ihr dürft aber auch gerne... Ja. Meine Güte. Das Ziel. So, bin ich hier richtig? Wo schießt denn? Ach da! Viele haben Tarnsysteme. Ja, das ist nicht so schlimm. Moin! So, noch einer? Na komm, zeig dich. Na komm.
Put, 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 kleiner Gerd. Pass auf, jetzt geht's hier gar nicht lang. Es geht hier nicht lang. Geht bestimmt hier durch. Klar, wir müssen ja auch nach oben. Gab es hier nicht noch einen Geth Prime? Oh Gott, da ist er, ja. Den müssen wir ein bisschen aufpassen. Lass uns erstmal die kleinen Burschen hier erledigen. Feindliche Kampfdrohne! So, kommt du auch noch. Stark. Ist der Große schon tot? Das war jetzt leicht antiklimatisch. So, haben wir's. Können wir jetzt gehen? Das musste sein. Und dann bloß raus aus diesem Laden hier. Bloß weg hier. Ich würde sagen, dann kommen wir ja zu Atlas, ne? Diesen Albtraum endlich zu beenden. Wie viele Folgen sitzen wir jetzt schon an diesem DLC? Das sind nicht wenig, ne? Ich bin versucht zu sagen, das ist jetzt die fünfte oder sogar die sechste. Also der ist sein Geld schon wert von der... vom Umfang her. Und damit meine ich, war ja kostenlos. Also zumindest jetzt für mich. Damals natürlich nicht. Inzwischen gibt es ja die Edition mit sämtlichen DLCs dabei. Da kosten die natürlich jetzt nichts mehr extra. Damals musste man sich das ja noch extra kaufen. Das waren die Katzen. Die nehmen mir die Bude auseinander, Leute. Die nehmen mir die Bude auseinander. Aber die sind so niedlich. Was soll ich tun? Die nehmen mir wirklich die Bude auseinander. Aus! Das funktioniert ja bei Hunden, ne? Was mach ich denn jetzt? Warten, dass dieser Ladebildschirm vorbei ist, zum Beispiel. Da sind wir wieder. Commander, so, Sie haben es geschafft. Die Abriegelung ist aufgehoben. Sie können jetzt in die Atlas-Station eindringen und diesen Albtraum beenden. Sie müssen den Hauptserverraum finden, um das VI-Experiment zu beenden. Viel Glück. Ja, das sollte ja jetzt nicht so schwer sein, ne? Die meisten dieser Anlagen sind nämlich extremst linear aufgebaut. Die auf eine ästhetisch wertvolle Aussicht in der Nähe hin. Organische Lebensformen möchten sich das möglicherweise ansehen. Ja, da hinten. Boah, toll, super. Haben wir schon gesehen, weiter geht's. Das ist natürlich auch sehr geil hier. Wasserfälle sind sowieso immer geil. So Leute, willkommen bei der Atlas-Station. Jetzt geht's rund. Und damit meine ich natürlich, hey, yay, Ladebildschirm. Ich bin begeistert. Importieren Sie in Mass Effect 3 Ihre Spielstände, falls Sie Teil 2 überleben. Ich bin da doch recht zuversichtlich, dass wir das hinkriegen und dass wir diesen Spielstand dann auch importieren werden.
sollte machbar sein. Ist eigentlich auch gar nicht so schwer. Man muss schon richtig Scheiße bauen, um Mass Effect 2 nicht zu überleben mit seinem Shepard. Also richtig Scheiße bauen. Sämtliche Loyalitätsmissionen ignorieren, die Normandy nicht upgraden. Dann ein paar richtig, richtig dämliche Entscheidungen treffen. Also da gehört schon einiges dazu, um da wirklich in die Situation zu kommen, dass Shepard nicht überlebt. Die Voraussetzung dafür, dass Shepard diese letzte Mission, den Angriff auf die Kollektorenbasis, nicht überlebt, ist nämlich, dass vorher sämtliche Teammitglieder draufgegangen sein müssen. Nur wenn alle Teammitglieder tot sind, kann Shepard sterben. Und da gehört schon einiges dazu. So, jetzt haben wir wieder 25 Schuss für die Shotgun. Ich verstehe es nicht. Moin. Und es ist aber nett von dir, dass du die Tür einfach so aufmachst. Das ist sehr nett. Okay, das ist so nett, das ist fast schon unheimlich. Was? Sein Autismus ist der Durchbruch, nach dem ich gesucht habe. Er kann mit dem Geld kommunizieren. Dieses unfassbare Verständnis für Mathematik. Auch im 22. Jahrhundert gibt es also noch glückliche Zufälle. Alter, was? Meinst du nicht, das wäre vielleicht eine Information gewesen, die man uns hätte zukommen lassen müssen? Dein Bruder ist Autist? Das macht es gleich ein bisschen unwahrscheinlicher, dass er sich wirklich freiwillig gemeldet hat für dieses Experiment und auch wirklich verstanden hat, worum es da geht. Mach sowas nicht mit mir. So, können wir da echt nicht rein? Das irritiert mich gerade total. Nee, wir kommen da wohl echt nicht rein. Na gut. Dann folgen wir mal dem Weg, den die wild gewordene Bruder-KI hier für uns festgelegt hat. Hier sind tote Geth. Oh, guck mal da. Die kuscheln. Oh, ist das niedlich. Lustig. Okay, ich denke, wir sollen hier rein. Archiblock 157,8. Wenn ich keine Ergebnisse liefere, dreht der Unbekannte uns nächste Woche den Hahn zu. Ich habe keine Wahl. Ich schließe David direkt an das neurale Netzwerk der Geth an. Vielleicht kann er sie ja beeinflussen. Die Gefahr dürfte minimal sein. Wahrscheinlich macht es David sogar Spaß. Du verdammter Mistkerl. Wenn wir hier aus dieser Station rauskommen, jetzt erstmal einen richtig schönen Tritt in den Arsch, ey. Mindestens. Vielleicht auch einen Schuss ins Bein oder sowas. Ebene 2 erreicht. Und nun? Ebene 4 erreicht. Ebene 6 erreicht. Systemfehlfunktion. Das ist nicht so schön. Ebene 2 erreicht. Okay, wir müssen ihn auf eine andere Ebene holen. Führe Reset des Fahrstuhls durch. Führe Reset des Fahrstuhls durch. Ja, Ebene 0 bringt uns aber nichts. Was war das? Sicherer Computer, Zugriffsstufe 3. Ebene 3 erreicht. So, jetzt müsste es gehen. Dieser Fahrstuhl fährt nicht immer genau zwei Ebenen. Ebene 5 erreicht. Ebene 7 erreicht. Also, Moment.
Fällt da gerade was ein? Das müsste sie machen. Jetzt schieß doch mal. So. Haben wir den Großen schon mal ausgeschaltet? Nimm das! Das lief doch ganz gut. Und jetzt können wir zur Ebene 1 fahren. Ebene 6 erreicht. Kontaktieren Sie bitte das Warnungsterminal. Ja, David ist total lustig. Wow. Warnung, Bremssystem offline. Erhebliche Verletzungsgefahr. Okay, wir können mit diesem Gasgrad nichts machen. Dann hacken wir halt stattdessen den Computer hier. Der es uns wirklich sehr leicht macht. Vielleicht will er ja gehackt werden. Man weiß es nicht. Wer weiß schon, was so ein Computer denkt. So, haben wir hier noch irgendwelche Logs, die wir abspielen können. Da ist die VI-Server-Konsole für den Zugriff. Tali, ich hab dir da was hingelegt. Okay, da geht's offensichtlich nicht lang. Dann also hier. Doch, hier durch die Tür. Na gut. Da wollte ich eh hin. Und dann können wir endlich Zugriff auf den VI-Server nehmen. Bereit machen. Und seien Sie nicht überrascht, wenn dieser Knopf einen Reaper ruft. Bereit, Leute? Oh oh. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich glaube, das hätten wir besser nicht gemacht. Herzlich willkommen im Cyberspace. Was uns hier erwartet, das erfahrt ihr dann leider erst in der nächsten Folge von Mass Effect. Bis dann.